Ja, hallo zusammen. Ja, zu Hause angekommen, wird es an der Zeit mal hier Kisten und Inventar abzugleichen. Zack, zack. Das sieht ja schon mal gut aus. Jo. Ah, da. Zack. Irgendwo hatte ich auch Federn. Da kann das dann nämlich mit rein. Da sind Knochen und Fell. Fett, ja. Fett. Wohin mit dem Fett? Gute Frage. Habe ich nirgendwo. Was haben wir hier? Hier haben wir Brennzeug. Und hier haben wir Gedöns. Da könnten wir die schwarze Erde erstmal unterbringen, solange wir keine Alternative haben. Okay. Ja, wie wir hiermit weiter umgehen, weiß ich auch noch nicht so richtig. Ich habe die jetzt eh über. Da kann ich hier auch erstmal anbauen. Hier könnte ich das Holz ein bisschen bunkern. Noch was? Holzbretter. Gut. Jetzt muss ich eigentlich nur noch abwarten, dass das Essen fertig wird. Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Dieses Essen wird auch völlig überbewertet, glaube ich. Nein, alles gut. Zack. So, das Fleisch ist drin. Sehr gut. Ach, wie viel Flachs habe ich denn? Flachssamen. Das ist so. Sorgen. Flachs da. Okay. Ja. Das ist jetzt alles so eine Sache. Ich würde sagen, Kupfer habe ich wie viel? 34. Gut, dann mache ich jetzt erst einmal das ist jetzt Schamott. Ja, alles klar. So. Plan B. Das kann noch mit darüber. Den brauche ich. Das brauche ich. Wo habe ich das Gras eben gesehen? Da. Ja. Denke, ich mache erstmal eine zweite Feuerstelle. Dann geht es ein bisschen zügiger vorwärts. Zack. 1, 2, 3, 4. Den Rest packen wir hier rein. Das gleich mit. Den benutzen wir jetzt. So.
abwischen scheinbar. Zickt ein bisschen rum. Aha. Ja, warum mache ich das Ganze mit einer zweiten Feuerstelle? Ich habe mir überlegt, dass ich... Achso, das könnte ich mal hier hinten mit hinpacken. Dass ich ja auch noch zum einen hier jetzt die Schamott-Geschichte brennen muss. Und dann, wenn das Fleisch hier gleich durch ist, muss ich mich auch noch um Ton kümmern, dass ich mal langsam die ein oder andere Sache aus Ton fertige. Ja, das sind also Sachen, ne? So, was brauche ich als erstes aus Ton? Ich brauche als erstes, als allererstes aus Ton einen... Tiegel. Ohne Schmelztiegel... mir das alles nix. So. So. Und jetzt kopieren. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Und fertig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, das war der erste Streich. Der zweite folgt sogleich. Wenn ich nämlich den fertig habe, dann brauche ich einen Hammer. Mist. Kein Ton mehr. Oh. Ja, werde ich mich wohl gleich mal auf die Suche nach Ton machen müssen. Was denn? 0 Uhr. Eigentlich Schlafenszeit. Ja, noch geht's. Noch sind keine Drifter da, die mich nerven könnten. Das läuft. Das läuft auch. Tiegel, das muss ich noch abwarten. Holzkohle habe ich auch noch nicht. Alles blöd.
rein. Ja, gut. Egal. Es hilft ja nichts. Machen wir uns mal flugs auf die Suche. Falle ich doch garantiert noch 20 Mal rein, wenn ich das jetzt nicht zumache. Darunter war sowieso nichts wahnsinnig Interessantes. Da kann ich mir ein kleines Loch lassen, damit ich nicht vergesse, dass da noch was ist. Ein Setzling, der gerade runtergefallen ist, schade auch. Okay, so lassen wir es jetzt erst einmal. Jetzt ist erstmal Ton wichtiger. Habe ich hier irgendwo gesehen. Hier ist Sand. Also irgendwo hier war Blauton. Natürlich jetzt in der Nacht nicht unbedingt die klügste Entscheidung dazu suchen. Das sieht man im Tageslicht natürlich deutlich schneller und besser. Aber ehrlich gesagt nutze ich doch lieber die Gelegenheit, dass die Drifter noch nicht da sind. Und kann hier jetzt rummarschieren, ohne dass mich jemand nervt. Das hat ja bald ein Ende. Da ist er doch. Wussi's doch. So. Bauen wir mal gleich eine ordentliche Rutsche ab. Ja, das sieht doch jetzt mal wieder gut aus. Ja, das ist immer so ein bisschen blöd am Anfang. Möchte man am liebsten 5 Sachen gleichzeitig machen, hat aber noch nicht so die Möglichkeit dazu. Weder die Aufbewahrungsmöglichkeit in Form von Kisten, noch die Beschaffungsmöglichkeit in Form von Platz im Inventar. Da muss man sich immer so ein bisschen ausbremsen, sich selbst. Ich zumindest. Wolf. Und Wolf ist erst dann gut, wenn ich Waffen habe.
So. Ich würde sagen, Schaufel kaputt. Dann haben wir genug Ton. Eigentlich müsste ich den jetzt schon kaputt machen, damit mir später nicht auf den Nerven geht. Aber das wäre ja auch nicht in Ordnung, ne? So rein menschlich gesehen, quasi. Menschlich, ja klar. Virtuell. Nein. Das ist immer eine Frage der Ausstattung. Wenn ich gut ausgestattet bin, dann habe ich natürlich auch kein Problem mit einem Wolf. Im Gegenteil. Das ist eigentlich dann schon wieder fast eine gute Nahrungsquelle. Wirft Fleisch ab, wirft Fett ab, wirft Knochen ab, wirft Fell ab. Was willst du mehr? Aber im Moment ist es jetzt nicht unbedingt das, was ich mir wünsche. Ja, haben wir mal eine schöne Arbeitsnacht verbracht. Da ich ja mein Ziel im Auge behalten möchte, die Let's Plays nicht zu lange werden zu lassen, was ich echt durchaus verstehen kann. Jetzt, also das ist bei mir auch so. Ich kann Sachen, die zu lange laufen, da habe ich dann irgendwann keinen Bock. Oder ich entscheide mich im Vorfeld schon dazu, das heißt gar nicht zu gucken, weil ich die Zeit nicht investieren kann, möchte, wie auch immer. Der Fakt ist, ich verweigere das dann schon immer von Anfang an und deswegen möchte ich natürlich nicht denselben Fehler letztendlich auch begehen. Ich muss mal gucken, wie sich die Zeit so einpendelt, dass das ja humane Abschnitte sind, die man dann letztendlich auch ganz gut gucken kann, die sich aber auch wiederum lohnen. Dann, das ist immer so eine Sache. Ich glaube, das muss ich erstmal so ein bisschen einpendeln. Das wird jetzt ein paar Folgen lang hin und her gehen, ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Ja, dann werde ich mir überlegen, wie ich das am besten time. Oh, am Ende des Tages werden wir schon irgendwas da rauskriegen. Das bin ich mir absolut sicher. So, ja, okay. Das soll es für heute gewesen sein. In der nächsten Folge machen wir natürlich hier das mit dem Ton zu Ende. Dann werden wir erstmal Werkzeug ein bisschen herstellen, zumindest erstmal einen Hammer, um dann weitermachen zu können, und dann schauen wir einfach mal weiter, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs dabei gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar oder auch alle drei Sachen da. Ich bin für Feedback natürlich auch offen. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als Dankeschön und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Vintage Story. Bleibt gesund. Tschüssikowski.